Das hat mittlerweile Routine, dass, wenn man sich zurückerinnert, bei jeder Wahl war die Autonomie in Gefahr. Und das ist alles schon etwas eigenartig, wenn wir derzeit erleben, dass Landeshauptmann Kompatscher in New York vor den Vereinten Nationen sich für die weltbeste Autonomie feiern lässt. Er hat uns mitgeteilt, dass das Beispiel Südtirol als einziges Beispiel lobend hervorgehoben wurde, was die Autonomie anbelangt. Aber pünktlich zu Wahlen ist sie im eigenen Land in Gefahr. Also diese Phrasen kann man nicht mehr ganz ernst nehmen. Wenn etwas in Gefahr ist, dann bin ich felsenfest überzeugt, ist es, weil unsere Vertreter, unsere unter Anführungszeichen bisher, die wir in Rom hatten, visionslos und ideenlos geworden sind, es verlernt haben zu kämpfen und einen klaren Fahrplan für Südtirol bzw. wohin sich die Südtiroler Autonomie entwickeln soll, mehr haben.